Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 869. Die heutige Folge ist auch wieder mal für alle gedacht, die mit der PlayStation 4 und der Xbox One durch die Gegend marschieren und dort den Landwirtschaftssimulator spielen. Auch für euch sind diese Mods zu bekommen. Ja, Links für die PC-Version findet ihr natürlich immer in der Beschreibung des Videos. Genau. So, wir fangen an mit diesem guten Stück hier. Das hier ist die Variante in Groß. Die anderen beiden Sachen mit ein, zwei anderen Anbaumöglichkeiten zeige ich euch gleich noch. Die stehen hinten beim Shop-Parkplatz. Deswegen schauen wir jetzt erstmal hier eine Runde rein. Ne, ich mache das Ganze mal ab. Ihr seht, das läuft unter Lizard PB3-081 in dem Fall. So, dann kannst du wieder ran. Dann falten wir das Ganze mal auseinander. Ne, ich finde es immer sehr schön, auch die Animation. Wenn die Sachen hier an Ketten aufgehängt sind, wie sich das Ganze dann bewegt und so. Das ist also schon mal sehr schön gemacht. Und dann wollen wir mal gucken, dass hier ein bisschen was passiert, indem wir hier mal loslegen. Ne, ihr seht, das wird alles schön wieder angeglichen, geplättet, das Angesäte verschwindet. So läuft das Ganze. So, wir haben jetzt hier, da meistens hat man ja den ersten Verschmutzungsgrad an den Rädern, da hier natürlich keine Räder dran sind, haben wir das jetzt hier nicht. Sonst seht ihr selber, texturenmäßig sieht das alles sehr, sehr gut aus. Man kann selbst die kleinste Mutter-Unterlegscheibenkombi hier erkennen. Also das hat auf jeden Fall schon mal was. Sehr schönes Ding, kann man nicht anders sagen. Ne? So, ich hüpfe mal eine Runde durch und die anderen Varianten zeige ich euch dann gleich, wenn wir beim Shop angekommen sind. Wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal. Ja, ich kann einfach mal hier aussteigen und zeige euch das zuerst, damit wir es nicht durcheinander bringen. Da sind die anderen Varianten. Also ihr seht selber, das Ganze kann man auch kriegen, noch mit Zusatzgewicht sozusagen, indem auch Reifen draufgesetzt werden. Ne? Das ist dementsprechend noch eine Variante, die man noch extra kriegen kann. Und hier seht ihr einmal die kleine Variante. Da wird halt gar nichts ausgeklappt. Und hier, das ist so eine Mittelstufe. Da ist die Ausklappebene oder die Ausklapplänge nicht ganz so hoch. Texturenmäßig oder sowas haben wir natürlich hier genau das Gleiche. So, einmal falsch klicken, ja, haben wir schon, sehr schön. Da seht ihr das Ganze auch. Ne, das ist dann der 031, 051, ne, 081 haben wir gerade gesehen. Die Varianten gehen von 40 PS und 3 Meter bei 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit über 70 PS 5 Meter. Die Arbeitsgeschwindigkeit bleibt dann und 120 PS bei 8 Metern. Die Varianten gibt es dann halt in so ein paar Grundfarben hier noch einzustellen. Das sind sogar richtig. Ne, Fortschritt grün, das kann man also dann alles schön variieren, welche Realfarben man hier haben will. Die Nummerierung stehen in dem Fall sogar dran. Und wenn ich jetzt die Farbe wieder rausnehme an in der Entscheidung, dann seht ihr, kann ich hier umschalten zwischen schwere Egge, mittlere Egge, ne, leichte Egge mit Reifen. Ne, und so kann man hier halt die Sachen einfach so durchschalten, je nachdem, wie man es denn haben möchte. Ne, also sehr schöne Geschichte und auch sehr flexibel gehalten. So, dann hüpfe ich jetzt nochmal und zwar zu dem Kollegen hier. Und hier kommen wir dann jetzt zu den zwei platzierbaren Sachen, die wir heute haben. Und dann haben wir gleich nochmal Traktor und einen Hänger am Start. Genau. So, wir haben einmal hier, das sieht aus wie eine kleine Halle, bis man denkt, okay, Moment, was ist das für Felder hier vorne vor? Und wenn man dann draufdrückt, sieht man, ja, es ist ein Hühnerstall. Genau, das ist ein Hühnerstall, wo die Tiere offen rumrennen können. Der Boden passt sich nicht an. Also, wenn jemand das so ein bisschen stilecht haben möchte, sollte er natürlich möglichst sehen, dass er einen passenden Untergrund vorher geschaffen hat. Ne? Sonst von den Texturen der Hütte her und so sieht das alles ganz okay aus. Ne? Das kann ich anders sagen. Rein kommt man nicht. Man sieht, innen drin ist ein bisschen Strohpart. Hier ist ein Lichtschalter, der sieht ne, ein bisschen klein aus, aber sonst, wie gesagt, es ist einfach eine Hütte und das Drumherum wird dann zum Hühnerstall. Ne? Hier seht ihr selber, ist der kleine Futtertrog sozusagen. Hier wird das dann hingeschüttet, angeliefert und das war es dann auch schon. So simpel ist es. Wir schauen uns den natürlich jetzt auch mal eine Runde im Shop an. Und dann seht ihr dann selber, da ist er. Kostet nur 1000, kostet dann 2 am Tag und kann 55 Hühner fassen. Also eine richtig schöne kleine Kombo sozusagen. Ein schöner kleiner Hühnerstall für auch den kleineren Hof gedacht. So, ja, als nächstes haben wir Tore. Genau. Einfach mal Tore. Für all die Leute, die sagen, ich wollte immer schon mal ein Tor haben. Schön mit Riegel, die sich ver. Bewegen. Hier seht ihr die Metallvariante, hier seht ihr mal eine lackierte Variante. Auch das öffne ich mal. Ne? Hier mit einem kleinen Mittelpfosten. Und so gibt es halt ein paar Varianten hier.
Ne? Das klappt schön so nach hinten weg. Da seht ihr aber selber, es hat hier eine Führung. Das heißt, da muss man natürlich sehen, dass man immer ziemlich mittig fährt. Man kann auch nicht weit rüberfahren zur Seite, wenn man sonst gegen das Tor fährt. Hier sieht man schon so ein bisschen Grünspan-Geschichten und sowas dran. Auch sehr schön gemacht, das Tor. Und dann einmal eine reine Holzvariante, auch mit dem schönen Schieber, der dementsprechend das Ganze dann so riegelt. Und dann schön mit Pfeilern und dann schöne Textur Holz draufgesetzt. Nicht die super feinste, aber wie gesagt, man rennt ja auch nicht hinter dem Kopf gegen die Wand hier. Deswegen, also wie gesagt, das sind schon mal eine schöne Reihe an Tore, die wir hier als Set haben. Auch die gucken wir uns einfach mal an. Ich glaube, die stehen unter Diverses. Da haben wir es, ne? Aluminiumrahmen-Drahttor, 5 Meter, kostet 850 und 2 am Tag. Das blaue Tor, 1200 bei 8 Meter Breite, auch 2 am Tag. Das graue Tor, das war es mit den Führungsschienen, kostet 500 und auch 2 am Tag. Und das beplankte Holztor kostet auch 2 am Tag und kostet 900 bei 5 Meter Arbeitsbreite. Das heißt Arbeitsbreite, bei 5 Meter Breite. Ne? Also, eine schöne Geschichte. Mal Tore, ne? Wer möchte und seinen Hof noch ein bisschen setzen möchte, ne? Warum nicht? So, jetzt hüpfe ich nochmal und jetzt kommen wir zu diesem Kollegen hier. Und wir fangen an mit dem Brent Grain Train. Das hier ist, ne, 1000 heißt er noch. Das hier ist ganz einfach ein Fruchttransporter sozusagen. Dreiaxt. Ne? Die wird oben rein und unten geht es raus. Ich hüpfe einfach mal rein. So. Da seht ihr es dann, glaube ich, gehe mal flach hier durch. Nicht der optimalste Winkel, aber da unten seht ihr, das sind die Ausgaben. Dementsprechend, so wird es rausgemacht. Und wenn man dann halt den Motor vom Traktor anmacht und mutwillig sagt, entladen, ne, dann hört man auch, wie das Ganze hier unten schwer am Arbeiten ist. Ne? Wir machen das mal wieder aus und den Traktor dann auch wieder aus. Weil sonst ist hier an animierten Geschichten und Aufklappen und sowas natürlich nicht viel da. Ganz einfach, ist klar, es ist der Mechanismus, ist halt der unten sitzt. Ne? Darum geht es halt. Und sonst texturenmäßig, ja, ist halt relativ normal, aber okay gehalten. Man hat die Reflektorengeschichten dran, man hat eine Beleuchtung dran, ist auf drei Achsen gesetzt. Das ist alles soweit ganz okay, würde ich sagen. Wir schauen uns den auch mal im Shop an. Den finden wir dann natürlich unter Hänger. Gehen wir mal einmal durch. Da seht ihr selber, 32.000 kostet er, 35.000 Liter fasst er. Damit ist er eigentlich so die Schnäppchenregion und er kann so ziemlich alles transportieren, was auf der Karte eingetragen ist. Man hat hier auch so nicht viel weitere Möglichkeiten, was einzustellen oder so. Seht ihr selber. Sorry fürs Räuspern. Ne? Also das ist halt eine günstige Variante, um 35.000 Liter zu bewegen. So simpel sieht es halt aus. Ne? So, und dann kommen wir noch zur, genau, eine Mod haben wir noch, zur letzten für heute. Wir kommen nämlich zu einem Traktor. Und da sehen wir es, das ist ein Valmet 88. Ich finde hier sehr schön gemacht, den Auspuffbereich und auch hier den Motoransatzgeschichten sehr schön detailliert gemacht. Schön klassisch alte Farben genommen. Den gibt es auch mit einem Frontladerpart, aber dann wäre das hier noch viel wuchtiger gewesen, hätte man hier den Part nicht so gut sehen können. Deswegen habe ich es so genommen. Man sieht hier aber auch sämtliche Anschlussgeschichten und sowas, die hier gesetzt worden sind. Das sieht alles sehr gut aus. Texturenmäßig sieht das soweit auch okay aus. Man sieht hier schon vorbereitet, man hat einen Rückfahrpart. Ne, hier sieht man so ein bisschen den angerosteten Part. Ja, also ein schöner alter kleiner Traktor. Ne? Wir hüpfen hier auch einfach mal rein. Ich mache einfach mal den Lichttest. Da seht ihr ein schönes gelbliches Licht nach hinten hinaus. Und oben haben wir noch mal, da habe ich hier das Dach, wollte ich das mit Dach zeigen. Den gibt es auch ohne. Das zeige ich euch gleich im Shop auch. Aber hier ist noch mal eine extra Lichtquelle dran. Deswegen zeige ich das Ganze noch mal. Also so sieht es so. Und oben seht ihr selber, da kommt ja noch mal gut eine Schippe Licht dazu sozusagen. Wenn ich hier drin das Ganze anmache, seht ihr selber, wir haben eine schöne, dezente Hintergrundbeleuchtung in dem Armaturenbereich. Das kommt schon mal sehr gut rüber. Irgendwelche Specials oder sowas seht ihr über die Steuerung hier selber. Gibt es sonst so nicht. Aber auch hier die ganzen Typenschilder und Beschriftungen und Beschreibungen, das sieht alles sehr gut aus. Auch der Sitz hier hat eine schöne, ne, sieht so kunstledermäßig, also finde ich, hat schon mal was. Ne? So, ja, ich würde sagen, ich gehe mal in die Außenposition und wir fahren einfach mal eine Runde mit dem guten Stück.
keine Rückfahrleuchte und auch keine Bremsleuchten hinten. Da müssen wir drauf verzichten. So, ich würde sagen, ich steige eine Runde aus. Und was machen wir dann? Richtig, wir schauen uns das Ganze im Shop an. Wir gehen in den Shop, wir gehen auf Fahrzeuge, auf kompakte Traktoren, ganz ans Ende. Da sehen wir, Valmet, ne, gut, Valtra, 18.000, 85 PS hat er so in der Grundform. Und ihr seht hier Design Original, das gibt es halt die Variante mit Dach hier zu setzen und Kotflügelgeschichten und ne, anders dieses so, also gibt ein paar Varianten, man sieht auch hier die, ne, die ganzen Trittgeschichten und sowas. Natürlich kommt dann zusätzlich die Motorausführung. Die ergibt sich dann reinweg auch, wie die Auspuffanlage und der Motor da gesetzt ist. Das seht ihr selber, hier ändert sich das mal in dem Bereich und die Auspuffgeschichte, ne, die Abgasanlage verändert sich. Die PS-Zahl in dem Sinne bleibt so gleich. Wir haben noch die Möglichkeit, dass du da ziemlich wuchtig, deswegen hatte ich es nicht dran gemacht vorhin für die Variante, die draußen auf dem Hof stand, damit man die Motorgeschichte besser sehen kann. Aber man kann ja auch eine Frontlader-Variante machen. Und wir haben die Möglichkeit, Breitreifen zu machen. Ne, Originalreifen, Wasser, ihr seht selber, ne, Radkäfige, Doppelbereifung, Radgewichte, schmale Reifen mit Radgewichten, ohne, bis hin zu konische Räder. Also da ist echt diesmal so ziemlich alles dran, ne, was man hier mit Hilfsradgeschichten, also echt schon schön gemacht, da gibt es ein paar mehr schöne Möglichkeiten dann auch. Ne. Also, schöner Klassiker. Dann, ja, würde ich sagen, wir gucken nochmal raus, haben ihn gesehen, gucken auf ihn hier und während ich ihn hier so richtig hinrücke, könnt ihr euch schon denken, was passiert. Richtig, wir sind am Ende der Folge für heute, so schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich spitzmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.